heiße Oliver Deutschle, ich leite SMITE seit 2 Jahren und wir sind ein Corporate Startup innerhalb der NBW, das sich um die Entwicklung von IoT-Geschäftsmodellen im Smart City-Kontext kümmert. Das Team hat sich als erstes daran gesetzt zu überlegen, wie kann die Straßenbeleuchtung als Infrastruktur im öffentlichen Raum eine Rolle spielen zur Erzeugung von Daten für Verkehrsüberwachung, für Umweltdatenüberwachung, für WLAN, aber auch für das Thema Ladeinfrastruktur. Als es dann in Richtung der Entwicklung der Ladeinfrastruktur ging, hat man tatsächlich dann auch mal die Zusammenarbeit vertieft. Wir haben geschaut, was uns die Firma Spelzberg alles liefern kann, außer Verteilerkästen. Und es war dann schon eine ganze Menge. Hat dann auch in der Prototypenentwicklung der dann daraus resultierenden Ladesäule zusammengearbeitet. Dann hat man halt verschiedene Lösungen, die weiter angeboten wurden. Es war dann genauso die Individualisierung, dann die Bestückung und dann letztendlich der komplette Zusammenbau der ganzen Anlage im Werk in Schalksmühle bei Spelzberg. Diese Bauform war dann im Prinzip der Master, den wir angeboten haben. Danach musste alles passend gemacht werden und herausragend war halt, wie individuell anpassbar die einzelnen Produkte sind und wie individuell man reagieren konnte auf unsere Anforderungen an diese Anlage. Es ist super, wenn man einen Partner hat, der ein breites Spektrum mitbringt, sowohl von der Produktseite uns helfen kann, an verschiedenen Ecken solche Geräte wie eine Ladesäule oder eine intelligente Straßenlaterne zu errichten, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Entwicklungskompetenz dabei ist, um neue Herausforderungen dann auch konstruktiv und partnerschaftlich, aber eben mit dem entsprechenden Know-how auch voranzubringen, wie jetzt das aktuelle Thema Eichrecht, wo wir da eben in der Zusammenarbeit nach Lösungen gesucht haben. Dabei sind wir dann auf die Firma Spelzberg zugegangen und gefragt, inwieweit sich die Elektronormen und das Normative verändert. Dort hat man uns eine Beratung gegeben, im Prinzip in welche Richtung wir alles schauen müssen, was alles zu beachten ist. Und dabei hat die Firma Spelzberg langjährige Erfahrung, arbeitet mit vielen Verteilnetzbetreibern bereits zusammen. In der Entwicklung vor allem von den Geräten ist es wichtig, dass man da miteinander immer wieder nach Lösungen sucht und auch Lösungen gemeinschaftlich findet, die sowohl ein Kostenoptimum darstellen, aber auch die technischen Anforderungen widerspiegeln. Tatsächlich ist es so, dass wir Partner brauchten, die uns hier unterstützen und ganz sicher den Weg bereiten, dass wir dort auch nachher eine sehr, sehr gute Ladeinfrastruktur ins Feld stellen können. Und da hatten wir dann den richtigen Partner auf jeden Fall gefunden.